So, weiter geht's in unserem Programm. Wieder ein paar Kilometer runtergerissen. Und jetzt wird ups, da geht er baden. Wo ist er da? Ja, Rolo. Schöne Abkühlung, heute ist wirklich warm. Richtig, also für schottische Verhältnisse ist heute richtig heiß. Ne? Wir sind jetzt hier, wie soll ich sagen? Ich blende es am besten gleich mal ein. Jeder, der Harry Potter geschaut hat, dem wird das jetzt gleich was sagen. Ne? Denn wir sind jetzt hier an der ominösen Harry Potter Brücke. Dem Glen Finnich. Glen. Keine Ahnung, irgendwas mit Glen. Ich werde es gleich sehen, wie er duckt. Und schauen wir uns einfach mal an. Liegt auf dem Weg. Sieht jetzt nicht so mega spektakulär aus, wie halt ein Viadukt. Seht ihr bei uns in Blumberg an der Sauschwänzlebahn auch. Aber mal schauen, ja? Vielleicht gehen wir ja hernach wieder mit Gänsehaut zurück ins Wohnmobil. Okay. Ja, alle Harry Potter Fans wird es freuen. Also ich mag mich jetzt auch daran erinnern, ganz ehrlich, an diesen Blick hier. Wenn ich's, also ich habe da bestimmt schon was gesehen, aber ich kann es nicht mehr genau sagen, in welchem Teil das ist, die Brücke vorkommt oder wie auch immer. Sieht auf jeden Fall echt super aus, muss ich echt sagen. Top. Und das bei herrlichem Wetter, Mensch. Schon seit 2 Tagen herrlicher Sonnenschein. Ich würde sagen, zurück erstmal was trinken und dann mal gucken, wo es uns heute Nacht hin verschlägt. Und hier direkt unterhalb einiger Berge. Schöne Natur gelegen. Heute geht es auf jeden Fall nach Dunrum Castle. Und weiter dann auf einen Campsite. Also ich kann euch wirklich nur ans Herz legen, euch frühzeitig wirklich um Stellplätze zu bemühen, wenn ihr Stellplätze anstrebt. Freistehen ist schon schwierig, ne? Also ist alles gerammelt voll. Ihr seht das sogar hinter mir. Ich weiß nicht, ob ihr seht, ne? Aber selbst hier dieser Parkplatz hier, Park and Ride, Wanderparkplatz, ist komplett wirklich bis auf den letzten Platz hier zugestellt. Ich weiß nicht, woher die alle kommen, ob die ganzen 5 Millionen Schotten oder die ganzen Engländer jetzt hier in den Norden strömen. Keine Ahnung. Fakt ist auf alle Fälle, die Feiertage hier rund um das Jubiläum der Queen bis einschließlich Sonntag sind hier komplett ausgebucht alles. Also es ist echt krass, wie viele Wohnmobile hier hin und her düsen, um irgendwo ein Plätzchen zu finden, ist echt Wahnsinn. Und das erinnert mich so ein bisschen an die Stellplatzsuche in Deutschland am Wochenende. Musik.
So, das war wieder ein Fahrvergnügen, der letzte Pass. Man weiß gar nicht, ob das schon wieder der geilste Pass war, den man gefahren ist, weil der nächste steht schon wieder vor der Tür. Und auch der nächste Stop ist schon wieder mega. Es ist einfach faszinierend. Schaut euch den Blick an. Einfach. Man kann hier wirklich alle 10 Minuten, alle 5 bis 10 Minuten kann man hier halten. Und man findet hier immer irgendwie einen unfassbaren Ausblick. Es ist so eine Weite, dieses Land. So eine unfassbare Weite. Das ist einfach traumhaft. Schade ist nur, dass auch in Schottland, ja, dank vielleicht vieler Mietfahrzeuge, die es hier gibt, hunderte dieser Mietfahrzeuge fahren hier rum. Und die wenigsten sind wirklich leidenschaftliche Camper. Schade ist einfach, dass dann so Stellen wie diese hier missbraucht werden und die Hinterlassenschaften dann einfach hier liegen gelassen werden, wie das hier. Schaut euch das an. Das liegt einfach hier rum, verrottet, verrostet. Die Holzsäge hier, das Grillequipment. Es verrottet hier alles, ne, in dieser schönen Natur. Und man wundert sich deswegen nicht, dass immer mehr Schilder aufgestellt werden. Camper verboten oder Übernachten verboten. Auch hier hat es einen Grund, ne? Ganz klarer Fall. Ich möchte nicht sagen, dass was wir alle dran schuld sind, ne? An dieser ganzen Sache. Auch von unser auch Camper gibt es natürlich jede Menge, die ihre Sachen nicht verräumen, ne? Aber hauptsächlich sind es halt wirklich Leute, die mit Camping nicht viel am Hut haben, ne? Und die hinterlassen dann einfach so eine Schande, auf Deutsch gesagt, ne? Schade. So, weiter geht's im Programm. So, jeder hat es vielleicht schon mal gehört oder gesehen, irgendwie in der Schottland-Werbung oder auf YouTube oder bei One World Thousand Places zum Beispiel. Die zwei haben es nämlich auch gemacht. Ja, man kann in Schottland Land erwerben und kann sich somit hier Lord nennen, ne? Und Lady, Lord Aki zum Beispiel in meinem Fall. Ich blende euch mal ein. Es ist wirklich so, Lord Aki und Lady Andrea, und wir haben hier bei Highland Titles, ihr seht es im Hintergrund hier, Highland Titles, haben wir uns gestern online so ein Stückchen Land hier erworben. Es geht ab 30 Pfund los, und wir haben gedacht, das schauen wir uns doch jetzt mal an, ob das alles fake ist. Denn die 30 Pfund, die werden für einen guten Zweck, Erhalt der Wälder etc. etc. wieder eingesetzt, ne? Und hier werden dann Bäume gepflanzt und so weiter und so fort. Und dieses Stückchen Land, ja, gehört an uns sozusagen. Und wir können jedes Jahr herkommen und schauen, wie es gedeiht. Und ich würde sagen, jetzt haben wir haben eine App gekriegt, Google, so ähnlich wie Google Maps. Dort ist die Location drin, auf den Punkt genau. Und ich würde sagen, gehen wir mal gucken, wo unser Heiligtum ist. Lord Aki. Geil. Jo, also das Ganze heißt hier, wie gesagt, Highland Titles Naturreservoir. Ja, da hat es auch, wenn das Grundstück ein bisschen weiter weg ist, kann man sich auch gerne hinchauffieren lassen. Oder wenn man zu Fuß nicht besonders mehr gut ist oder man hat Probleme zum Laufen, wie auch immer. Ja. Hier sieht man auch, was es für Tiere gibt in diesem Wald.
What do you see? Pigs. Siskin Blutit, Pigs, Slugs. Also alles, was man so gesehen hat, ja, sieht man hier. Man kann auch hier dann direkt vor Ort entweder sich so ein Grundstück aussuchen und kaufen, auch in verschiedenen Größen übrigens. Ne? Auch hier wieder, ganz wichtig, steht in jedem Park, Dogs must be kept on lead. Es steht überall, ne? Steht überall, in jedem Park, an jedem, überall wo man ist. Hier steht das nächste Schild schon wieder an dem Baum, ne? Und so zieht sich das fort. Ist ja auch richtig so, ne? Jetzt so viele Tiere, so viele Hasen etc. Das ist ja auch richtig so. So, jetzt sitzt Lady Andrea. Lady Andrea, wie fühlt sich so an als Lady? Ha? Ja, ich finde das toll. Ha? Nicht geil. Also die 30 Pfund werden 1:1 wieder eingesetzt zum Baum bepflanzen. Ja? Und somit wird Erhalt dieses Waldes hier, dieses Naturschutzgebietes, einfach fortgesetzt. Ich ja? finde das schön. Es hat Wildschweine, es hat viele, viele Tiere hier. Fischen ist nicht erlaubt. Aber jetzt müssen wir mal erstmal auf die Karte schauen, wo wir lang müssen, bevor ich hier weiter schnacke. Die Akira und die Lady Andrea haben unsere Bäumchen schon gefunden, unser Grundstück hier. Ja? Das Thema, punktgenau hier an diesem Baum. Ja? Und hier 10 Fuß einmal um den Baum. Das heißt, alle 10 Fuß hier, da wohnt in Zukunft der Geist von Sir Aki und Lady Andrea und Lady Akira. Ja. Gell? Du hast nämlich als erstes gefunden. Sie ist gleich dahin. Gell? Mhm. Jetzt legen wir hier irgendwie noch ein schönes Steinchen hin, damit wir das auch gleich wieder erkennen, wenn wir das nächste Mal kommen. Und dann schauen wir mal. Ja, der Akira macht es natürlich jetzt hier Spaß. Viel Holz, viel Spielereien. Ne? Hier übrigens noch ein sehr gesunder Wald. Ja, ihr seht schon. Aber darunter wird es dann schon ein bisschen dramatischer. Und ich blende euch dann also auch gleich richtig dramatische Bilder ein. Deswegen der Grund auch von dem Ganzen hier. Damit der Erhalt einfach von den Wäldern hier ja, finanziert werden kann. Es ist auch hier mit extrem Baumschäden und extrem Holzwurmbefall zu rechnen und deswegen finde ich das gut, so eine Initiative, aber ich wollte mir natürlich vor Ort erstmal ein Bild machen, ob das auch wirklich direkt ankommt. Und hier arbeiten welche wirklich zum Teil auch unentgeltlich hart an der Sache, damit das Ganze vorankommt. So, also, hier entsteht dann das neue Castle, oder noch? Aki Castle. Ja, jetzt, wie fühlst du dich als Großgrundbesitzerin in Schottland? Ja, ich finde das toll. Geil, oder? Das machen sie schon. Ja, ist ein schöner Gag. Ich habe das übrigens auch gesehen bei Uli und Freddy. Die sind ja auch Lord und Lady, ne? Mhm. Gruß geht raus an euch zwei. Ja, liebe Grüße. Ne? Und somit haben wir jetzt was gemeinsam. Ne? Vielleicht können wir ja auch mal gemeinsam unser Grundstück anschauen in den nächsten paar Jahren irgendwann. Ne? So. Manche legen einen Stein hin, manche irgendwas anderes. Ich habe mir gedacht, ich mache hier ein kleines Hütchen aus dem, was hier rumliegt, aus ein paar Ästen und ein bisschen Moos. Da ist der Eingang hier für die kleinen Zwerge. Das A liegt auch schon drauf für AAA. Ne? Also, unser kleines Hütchen. Mal gucken, ob das nächstes Mal auch noch steht, ja, wenn wir hier sind. Vielleicht sind schon Bewohner dann drin. Ne? Was meinst du? Steht's noch? Weiß nicht, hä? Vielleicht. Eigentlich schon. Ich meine, hier rennen natürlich auch Tiere rum, ein ja. Stolperer, aber es ist gut verwurzelt. Ich habe schön lange Stöckchen genommen und die reingesteckt. Wer weiß, was davon noch übrig ist. Also falls ihr vorbeikommt an unserem Grundstück, ich verlinke euch mal den Google Maps Point. Dann könnt ihr uns ja hier einen Gruß hinterlassen. Aber natürlich nur mit umweltfreundlichen Sachen. Ne? Zum Beispiel Moos, Stöcke, wo hier rumliegen oder wie auch immer. Ne? Ansonsten, okay, mach's gut, Castle Aki.
Ganz schön beschwerlich zu unserem Eigenheim, hä? Was abenteuerlicher mag. Genau. Also hier ist auf jeden Fall der Eingang. Da, der kleine Weg hier. Und von da unten kommt man. Hui. Und dann gehen wir jetzt auch wieder zurück. Okay, Akira. Also Leute, nicht ganz für ernst nehmen. Doch, was Natur anbelangt, immer für ernst nehmen. Aber jetzt hier das mit den Lord und Lady Pipapo. Das ist natürlich nur ein Gag, das wissen wir auch. Ne? Aber das Leben hat genug schlechte Sachen zu bieten. Wieso sollte man sich darüber nicht ein bisschen erfreuen, oder? Einfach mal ein bisschen lustig machen. Ja, und es hat doch auch einen guten Zweck. Und vor allen Dingen hat die ganze Sache einen guten Zweck und das ist das Wichtigste. Und ob ich jetzt Lord Aki oder Lord oder Nerd Aki heiße, ist mir nicht scheißegal. Wichtig ist nur, es hat uns Spaß gemacht. Auch noch, ja. Und ich habe eine coole Auszeichnung bekommen, denn wir sind zum ersten Mal jetzt an unserem Grundstück und es gibt eine Auszeichnung, kriegt man nämlich so eine Plakette, so einen Ansticker. Und vor allen Dingen zum Laufen, das ist mega, ja. Absolut. Ist richtig schön zum Laufen. Ja. Ne? Also manche siedeln hier zum Beispiel auch Bienenhäuser an. Ne? Hier ist jetzt hinter mir. Hier haben welche ein Grundstück gekauft. Größeres. Man kann auch bis, weiß Gott, wie viel Fuß kaufen und die haben da ein Bienengrundstück drauf. Ne? Aber, Bienenstock. Aber die haben es bestimmt auch nicht so weit zum Die kommen vielleicht auch von Schottland. Ne? Wer weiß. Oder manche, andere wiederum haben eine Bank. Zum Beispiel wie hier. Ne? Akira ist weg. Platschert. Ich höre was platschern. Ah, das war's doch. Ja, okay, alles klar. Ja, eben. Und so ist es und deswegen. Schaut mal den Ausblick. Passt mal auf. Ich drehe mal die Kamera. Ja, ist das nicht herrlich? Wer weiß, vielleicht ist das irgendwann mal. Schau mal diese Bank hier. Ja? Mit diesem Ausblick. Oha. Ich würde sagen, alles richtig gemacht, Leute. Ja, ich weiß, es ist zwar immer der Eingang da. Ja, genau, hier sind wir rein. Genau. Und da hinten wieder raus. Genau. Ja. Hier auch schön übrigens gemacht. Schaut mal. Die Grundstücksbesitzer hier. Schönes Häuschen hier mit Steinen gemacht und ein kleines Bäumchen gepflanzt. Hä? Hast du gesehen? Die haben ein schönes Bäumchen gepflanzt hier. Und dann, ja, das machen wir das nächste Mal. Ja, machen wir das nächste Mal. Aber jetzt zum Traurigen an der ganzen Sache. Warum benötigt sowas? Ganz einfach, schaut euch das an. Ja. Auch in Schottland gibt es kaputte Wälder. Hier haben sie schon ganz viel gerodet, alles kaputt gewesen. Das nächste folgt hier hinten dran. Und für jeden Baum, der gefällt wurde, wird auch wieder einer gepflanzt. Ne? Und das sieht man dann auch ringsrum. Dieses Feld allerdings muss erstmal wieder regeneriert werden. Hier kann man nicht einfach neue Bäume drauf pflanzen, sondern hier braucht es eine Regenerierung. Und wie regeneriert man so ein Feld, indem man Schweine zum Beispiel drauf lässt? Ne? Immer wieder ein paar Quadratmeterweise. Und ihr seht schon, deswegen übrigens hier vor mir die zwei Wildschweine hier oder die zwei Hausschweine oder was auch immer. Die regenerieren den Boden, sodass man hier auch wieder Bäume pflanzen kann. Die ersten sind auch schon gepflanzt, wie ihr sehen könnt. Und so geht es weiter. Ne? So wird dann peu à peu der Boden wieder fruchtbar und neue Wälder können entstehen. Aber dazu braucht es Geld. Und deswegen diese super Idee, finde ich, wo wir gerne unterstützen. Und außerdem liegt es auch noch auf unserem Weg. Passt also ganz genau. Jawohl, ihr zwei Vielfresser, macht es richtig. Genau. Gebt euch Mühe. Ihr macht es genau richtig. Jawohl. Genau, wichtig, nicht berühren, nicht füttern. Das sind Wildtiere, also nicht die Wildschweine, die wir kennen, aber das sind auf jeden Fall wildlebende Schweine. Ne?
und schaut, was die schon gerichtet haben hier. Schon einige Quadratmeter wieder fruchtbar gemacht. Ne? So muss das sein. Ja, und die Akira hat natürlich ihre Freude an denen. Das war jetzt wirklich eine Tortur, daran vorbeizukommen, weil das hat sie nämlich noch nie gesehen. Ne? So, also, ich denke mal, wir haben was Gutes getan und wir hatten Spaß. Und vielleicht hat der ein oder andere von euch ja auch Lust, wenn er mal hier in Schottland ist, hier vorbeizukommen. Und dann können wir ja mal ein Wohnmobil-Treffen machen auf unserem Grundstück.